gar nicht vor Eingang. Und nicht sogar Außenbereich, aber ich bin jetzt nicht drin. Ja. Was ist das? Wo ist das drin? Der schmeckt auch überall. Hey, so. Hallo, guten Tag. Ihre lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones der Abenteuer oder Captain America, und das ist mein Kumpel, Fan. Mein Name ist Pontiac. Und wir sind heute nicht im Freibad, denn heute, gestern war man mit meinem jüngeren Fan Nico Schwarzmann, der 14 ist, im Freibad Dalmbergbad, gell? Warst du auch dabei? War cool, gell? Ja. Mit denen, gell? Nett war ja. War schön, ja. Hat Spaß gemacht. Ja, sind wir mit denen nicht mehr Becken gewesen. In der Wellenrutsche gerutscht, ja. Die Großrutsche gerutscht und Schwimmbecken gewesen. Und gesprungen, ne? Ja, und der ist gut gesprungen und ja. Ist auch geschwommen im Schwimmbecken. Ja. Ein, zwei Runden hat er gut ja. Mitgemacht. Schneller bei mir. Genau. Ich war dann im Dalmbergbad von 14 Uhr bis 19 Uhr. Da bin ich mit Nico rausgegangen rein. Der hat auf mich gewartet und bin mit reingegangen. Ja. Dann bist du später näher gekommen. Du bist ja. Dann um 16.30 Uhr rausgegangen und ich bin mit ihm 19 Uhr rausgegangen. Ja. Ja, und jetzt sind wir heute hier in das Höchberg. Genau. Höchberg. Dann mein hier. Zentrum. Mainlandzentrum, das ist Höchberger Schwimmbad. No. Das soll Außenbecken haben. Warm, 26 Grad. Also Sie haben gesagt, Sie haben ein Becken, ein Nichtschwimmerbecken no. Mit 28 Grad ja. Und ein Schwimmerbecken mit 26 Grad no. und draußen soll noch ein Planschbecken sein. Ja. Also was. Genau. Und dran, wo sehr gutes genau, Essen und das ist hier das Mainlandbad, heißt das, gell? Mainlandbad. Ja, genau, in Höchberg. Höchberg, ja. Das ist hier bei Nähe von Hexenbuch, gleich immer von der Höchberg, die Straße, weißt du, wo das Tankstelle ist, weiterfährt genau. Geradeaus, Richtung diese romantische Straße, kurz genau. Da das Höchberg verlässt. Richtung Tierklinik. Fährt mal Richtung Tierklinik, fährt mal rechts ab und dann ist man hier. Genau, da war so. Und hier ist Gymnasium und alles. Und wir werden das jetzt mal testen, ob es auch richtig cool ist. Ich habe vorhin angerufen, der hat gesagt, es ist offen und es kostet 3,70 Euro Erwachsene und 2,70 Euro Kinder. Boah. Na, schau mal. Es ist, also. Ja, da ist das Wetter schlecht ist. Heute früh hat der Radio Kong noch gesagt, es wird Sonne, warm, morgen regnet, aber dann hat es auch hier in Raum Würzburg geregnet. Tropfen. Ja, jetzt gehen wir hier ins Schwimmbad testen. Bist du schon gespannt? Ist ja, es? Also ich war früher schon mal da, es ist sehr schön drin. Ja, du warst schon da. Aber wir werden draußen mal rausgehen und mal berichten, gell? Alternative zum Nautiland, solange es noch auf hat. Ne? Ja. Wir wollen dort noch was anderes testen. Man weiß nicht, wie lange das zumachen. Ne? Ja. Hier ist Leopold, Sonne, Mann, Realschule, in der Waldesferien. Da ist mein Landbad. Genau. Das ist mein Landbad. Reifersportler Restaurant. Ja. Und sogar Mini, der Tourgolfanlage ja. Irgendwo. Habe ich aber noch nicht gesehen hier. Schwimmbad, Dreifachsporthalle, Restaurant. Wo ist denn das? Miniatur. Miniatur. Irgendwo. Noch nie gesehen. Ja, komm mal her. Ja. Komm, wir gehen da hin und gehen mal einen Daumen hoch. Ja. Ich will da nicht wagen. Muss ich da hinstellen? Ja. Ich will mit Tasche da hin. Mit meinem Bild am Sonntag. Ja. Und du bist weiter links? Ja. Jetzt schütt nicht mehr. Weiter rechts. Ja, da mit dir. Und dann Daumen hoch fürs Schwimmbad. Ja. Und wir gehen jetzt rein. Ja. Cool, ne? Ja. Komm mit. Ich bin der Piti. Piti Mike. Da. Und erstmal die Kamera raus. Drinnen darf man nicht filmen, ist ja Eisprivatsphäre. Also ich kann euch nur berichten oder Flyer zeichnen dann ja. In seinen Hamm. Ja. Aber lass uns mal hier. Oh, tolles Wald. Guck mal hier. Eine neue Außenhalle gemacht. Okay, das ist eine schöne Kummer. Da kannst du hier essen auch. Ja. Aus der Kinder. Oh, Lammbraten. Ja. Cool. 26 Grad. Da frierst du nicht, ne? Da steht doch drauf 26 okay. Grad. Länger Badespaß. Ja, das ist unser Ding. Heute ist Mittwoch. Ja, also gehen wir jetzt rein, gell? Von 930 dann gehen wir jetzt rein. Ja, wunderbar. So, jetzt kommen wir gerade raus, gell? War schön, ja? Restaurant war zu. Da ist doch richtig Restaurant, wie du gesagt hast. Aber die haben gesagt, der Mittwoch ist zu heute. Ach, wir gehen wie Möbel Max XXL essen, da kann man gut günstig essen. Ganz oben im Restaurant ist gut günstig. Ja. Aber uns hat es gefallen, gell? Ja. Das Schwimmerbecken war gut. Ja. Das Nichtschwimmerbecken war auch gut. Wärmer. Ja. Und draußen haben sie noch so eine Liegewiese und ein kleines Planschbecken für die kleinen Kinder. Ist cool. Kann man sehr schön duschen. Der Duschraum war groß und warm, sehr warm. Ja.
für einer, die dich stehen können, haben sogar noch Sitzmöglichkeit. Die haben sogar noch, noch Heizung drin. Diese Tisch, diese deine. Ja. Handtücher, Drohne, genau. Das Handtuch oder der Bademantel, genau. Darf du irgendwas zum Trocknen. In einem Luxusbad zu Hause, ne? Genau, ja. Ja, und da gibt es kleine Umkleidekabinen und Sammelumkleidekabinen. Sammelumkleidekabinen braucht man halt 1 oder 2 Euro. Schreibst du einen Spindler, dann kannst du halt tun. Das sind groß, die Sammelumkleidekabinen für die Herren. Jedenfalls, gell? Ja. Und Duschraum auch alles. Ja. Duschraum war, da waren bestimmt 9, 10 Duschen. Ja. Viele Duschen. Und voll heiß. Und zum Haus und eine Kaltwasserdusche haben sie auch. Ja. Alles super. Hat Spaß gemacht. Das war super, gell? Ja. Kann man sehr empfehlen, das hier, das Schwimmbad hier in Höchberg. Ja. Jetzt sag mal danke fürs Zuschauen einschalten. Ja. Wir sehen uns wieder bis zum nächsten Mal, euer Justus, der Abenteurer. Viele Grüße aus Höchberg, Würzburg. Ciao. Ciao, goodbye to you. Machen Sie es gut, Ende der Aufnahme. Das ist over and out. Ja. Das ist ausschließend. Und rein. Du seid dran oder was, ja, hab ich? Was denn lieber? Kommst du vorne rein? Da? Ja. Da. Da. Oh, das war immer auch komisch, ne? Ja. Also hinter uns ist alles, hinter uns ist eigentlich die Liegewiese und das Nichtschwimmbecken und dann das Glasding. Also hinter uns ist Liege, ich meine Liegewiese und das Planschbecken und dahinter uns das Glasding dann. Da ist eigentlich weiß, dann das Nichtschwimmbecken und da oben ist das Schwimmbecken und das ist ja gut. Super. Ende der Aufnahme. Just over and out. So. Freunde.